Hi Leute und herzlich willkommen zum neuen Video. Hallöchen. Wie ihr im letzten Video gesehen habt, haben wir unseren Küchenkorpus gebaut, die Schubläden schon eingesetzt. Jetzt in diesem Video wollen wir die Küche fertigstellen. Nicht nur die Küche, sondern auch unsere Sitzecke wollen wir fertigstellen. Der Kühlschrank muss noch verbaut werden. Den Tisch brauchen wir auch noch. Mal schauen, ob wir dieses volle Programm in dieses Video bekommen. Ich hoffe schon oder ich denke schon. Als allererstes wird Caro euch zeigen, wie wir die Blenden und den Everlock an so eine Schublade hier verbauen. In der Zeit, wo Caro euch das zeigt, werde ich hier die Komponenten alle im Fahrzeug verbauen. Das heißt, unsere Kochplatte, unseren Wasserhahn, das Spülbecken, das werde ich alles schon verbauen in der Zeit. Und dann geht es auch schon weiter mit der Sitzecke, würde ich sagen. Ne? Ja. Also Leute, ihr seht, das wird auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich werden. Und spannend. Ja, haben wir es schon zweimal jetzt gesagt, ne? Ja. Okay, doppelt gemoppelt hält besser. Egal. So ist es. Ich würde sagen, wir fangen auch gleich direkt an. Wir schnacken jetzt gar nicht so lange. Nein. Denn unser Zeitplan ist sehr, sehr straff. Ja. Am 25. haben wir die Camperabnahme. Heute ist der 19. Also wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. So würde ich es auch sagen, genau. Also Leute, viel Spaß beim Schauen des Videos. Los geht's. So, jetzt installieren wir erstmal die Schubläden, die Fronten. Dazu habe ich benötigt einmal doppelseitiges Klebeband. Wir haben kaputte Zollstöcke als Abstandhalter benutzt. Wir brauchen so ein Ding hier, weil die Schablone, mit der Schablone können wir hier nicht arbeiten. Ein paar passende Schrauben und die Bohrer und natürlich den Everlock. Zum Everlock kommen wir dann, wenn es soweit ist. Wie ich die Fronten angebracht habe, ich habe mir doppelseitiges Klebeband angebracht. So. Dann habe ich es schön fest dran gemacht. Dann habe ich mir auf der Schublade auch ein Stück dran gemacht. So, festgezogen. Einmal abgemacht. Ich habe die Schubläden natürlich schon alle ausgerichtet gehabt im Auto. Weil jeder hat ja seine eigenen Spaltmaße. Und da habe ich halt von unten nach oben angefangen, mir die Schubläden dann auszurichten. Und habe die dann so rangemacht und befestigt. Und so hält erstmal die Blende. Ist noch nicht verschraubt, aber die hält. Man sollte natürlich keine schnellen Bewegungen machen. Wenn ich die erst ausgerichtet habe, habe ich dann die nächste genommen. Da habe ich meine Zollstücke mal drüber gemacht, habe ich erstmal die Höhe ausgerichtet. Dann habe ich mir einen kleinen Zollstock genommen und einmal so hingelegt, dass man halt überall dieselben Spaltmaße hat. Aber da ich mir das schon alles einmal ausgerichtet habe und es euch noch erklären wollte, mache ich mir die erste Blende, die hier schon mal ran. Weil ich habe hier schon die Schraublöcher drin. Jetzt muss ich erstmal das Loch finden hier. Jo. Dann habe ich es halt mit passenden Schrauben einmal angezogen. Immer erstmal zwei, dann habe ich das alles vollendet und habe ich geguckt und all das, was schief geworden ist, weil manchmal verrutscht ja trotzdem was, habe ich halt eine Schraube rausgemacht, dann hoch und runter gezogen, bis es halt alles schön gleich war. So, jetzt setze ich nochmal zwei Schrauben ein, dass sie auch fest ist. Ich denke, bei unserem Konstrukt reichen vier Schrauben, weil es ist bombenfest. So, jetzt machen wir weiter mit dem Everlock, da wir keine gerade Kante oben haben, sondern die ein bisschen versetzt sind, zum Beispiel so, und das auch noch schief, habe ich mir die Schubläden immer reingemacht, die oberste dann wieder rausgenommen und dann einen Strich gezogen. Das mache ich jetzt erstmal. So, ich habe das jetzt angezeichnet. Vielleicht sieht man das so ein bisschen hier. Na? Vielleicht so. Auf jeden Fall habe ich da einen Strich gezeichnet. Ja, hier sieht man den leicht. Das ist nämlich ziemlich weit oben. Den brauchen wir jetzt, um den Everlock auszurichten. Dazu brauchen wir natürlich das Konterstück vom Everlock, den Everlock selbst und die passenden Schrauben. Aber erstmal zeige ich euch, wie ich den Everlock montiere. Und zwar habe ich mir den Everlock, wo der Everlock gegenstößt, erstmal an so eine Platte rangemacht, das an den Strich halten kann.
So, erstmal rechnen wir uns die Mitte aus. Wir haben hier 36,5. Das sind 18,25. Dann machen wir einmal 18,2. Das zeichne ich hier mir mal an. Dann habe ich mir mal ausgemessen, wie weit ich von der Kante hier nach oben gehen muss, dass der Everlock dann auch passt. Das muss dann jeder individuell für sich machen. Das ist dann genau hier. Da habe ich mir ein Loch genommen. Und jetzt bohren wir einmal durch. Und schon haben wir das Loch für den Everlock. Jetzt müssen wir natürlich den Everlock noch anbringen. Das mache ich folgendermaßen. Ich richte mir den erstmal in der Mitte so aus. Dann nehme ich mein Konterstück, lege es an und mache es genau so, dass es sich dann einklinken kann. Everlock schickt auch Schrauben mit. Die passen wunderbar zu der Küper HPL. Die gucken nicht auf der anderen Seite raus. Und schrauben die einmal fest. So haben wir schon mal den Everlock installiert. Da sieht man es. Hier ist dann der Mechanismus zum Aufmachen. Und dass es noch viel schöner aussieht, dass das Loch hier nicht so offen ist, nehmen wir erstmal die Folie ab von der Creamplay. So. Dann haben wir noch von Everlock solche Ringe bekommen, die man ins Loch reinmachen kann. Die kann man in vielen verschiedenen Ralltönen sich besorgen. Wir haben uns für matt-schwarz entschieden. Aber da unsere Löcher ein bisschen zu groß sind, weil wir einfach nicht den passenden Aufsatz haben dafür, nehmen wir uns hier einmal Stoffklebeband, wickeln uns das ein paar Mal rum. So, natürlich ist die Rolle jetzt zu Ende. Ich schneide es uns hier nochmal ab. Dann sieht das so aus. Und dann setzen wir ihn rein. Und so wackelt er nicht. Okay, der hätte noch eine Runde vertragen können, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Und so haben wir schon den Everlock installiert für die Schublade. Ich habe es hier unten noch mal ein bisschen locker gelassen, dass man das richtig noch mal im Auto ausrichten kann. Jetzt hat man halt so ein Konterstück. Das kann ich euch im Moment schlecht zeigen, weil da ist wenig Platz. Aber wir haben ja solche Gehplatten installiert. Und jetzt wird die Konterplatte noch mal so installiert, so rum, dass wenn man die Schublade zumacht, dass sie dann halt zu bleibt. Aber wenn ich das installiert habe, zeige ich euch nochmal, wie gut der Everlock mit den Creamplay und den Schienen von Multislides zusammen funktionieren. Das ist echt so cool. Danke hier nochmal an Everlock, die uns das wunderbare System zur Verfügung gestellt hat. Wir finden, das System ist so cool. Vor allen Dingen, was ich euch gleich noch im Van zeigen werde. Also, für mich kommt nichts anderes mehr in Frage. So, jetzt gehe ich in den Van und installiere noch das letzte Stück. So Leute, die Küche ist fertig. Wie ihr seht, das Waschbecken ist installiert. Unsere Herdplatte ist installiert. Die Bedienung der Herdplatte ist installiert. Und ich will euch erst mal kurz zeigen, dass um die Schublade ging es die ganze Zeit. So, weil sie aussieht, wir haben es leider vergessen, das mit einzuberechnen, dass wir hier eine Standheizung auslasse haben. Aber dann halt nur bis dahin. Und wenn man das so zusammen macht, ich hoffe, man hört es, ich mache das nochmal mit dem Mikro. Zieht sich der Everlock direkt zu und die Schubladen sind auch verschlossen. Also wie gesagt, ich finde dieses Kombi mit dem Softclose, mit dem Everlock einfach richtig genial. Weil es zieht sich von alleine zu und dann verschließt es auch. Und das ist nicht so wie mit diesen Pushlocks, die man benutzt, dass man das auf- und zumachen muss und dass man das vergessen kann. Weil wenn das zu ist, dann ist es zu. Deswegen, also immer wieder, hier in der Ecke, aua, ja, das Schweinchen wieder. Hier hinten in der Ecke, kannst du mir mal kurz die Kamera geben? Funktioniert das so? Ich komm rein. Okay. Wir haben uns dafür entschieden, oh, hier ist noch ein bisschen Abwasserschlauch drin.
Hier haben wir uns dafür entschieden, hier den Alpfilter zu installieren und mit den ganzen Verbindungen hier lang zu gehen, weil wir einfach hier den Platz haben und wenn wir den Alpfilter wechseln wollen, einfach nicht die ganze Küche auseinanderbauen, sondern einfach hier unsere Klappe aufmachen und dann direkt einen Alpfilter rankommen. So, Küche steht. Wir werden hier jetzt erstmal ein bisschen klar Schiff machen und dann werden wir auch schon unseren Tisch installieren. Richtig, Daniel? Absolut. Gut. Wo der Tisch hinkommt und wie der aussieht, seht ihr jetzt. Das erste Häkchen auf unserer To-Do-Liste für dieses Video können wir abhaken, die Küche. Jetzt geht es mit unserem Tisch weiter. Und zwar haben wir uns wieder für so einen schwenkbaren Tisch entschieden. Wie der zusammengebaut wird, zeige ich euch gleich. Wir werden als allererstes die Halterplatte an die Tischplatte anbringen. Ich habe mir das schon ausgemittelt und das wird einfach nur mit 6 Schrauben festgemacht. Ich werde auch nicht vorbohren, sondern werde direkt reinbohren. Jetzt gucke ich nochmal den Winkel bitte, Caro. Jetzt gucke ich nochmal, dass wir auch schön im Winkel bleiben. Ja, das sieht sehr gut aus. So, die Tischplatte hätten wir fertig. Vielleicht wird es den einen oder anderen dieses Tischgestell bekannt vorkommen. In unserem ersten Van haben wir das von Laguna benutzt. Das ist jetzt keine Werbung oder so. Wir wollen einfach nur sagen, dass es halt ein No-Name-Produkt ist. Wir sehen hier jetzt nirgendwo ein Branding drauf oder irgendwas. Wir finden daran keinen qualitativen Unterschied. Also es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Das Coolste daran ist einfach, dass wir, ich glaube, ein Drittel nur bezahlt haben im Gegensatz zu Laguna. Also ich glaube, das kam damals, das Laguna-Tischgestell in Schwarz kam um die 300 Euro. Und für dieses Set haben wir an die 70 Euro bezahlt. Also wir testen es auf jeden Fall. Aber ich bin der Meinung, dass das alles dasselbe ist irgendwie. Genau, und das Coole ist, hier ist auch nochmal eine schöne Alu-Adapterplatte mit bei. Auch die Schrauben machen einen sehr, sehr guten Eindruck. Hier sind Muttern bei mit Polystoppen drin. Also wirklich, ich bin bis jetzt begeistert davon. Mal schauen, wie lange das ganze System hält. Ich hoffe natürlich sehr, sehr lange. Wir haben das einer Freundin vorgeschlagen, besser gesagt. Die hat es bereits bei sich im Van verbaut und die ist mega happy damit. Und ich denke, wir werden damit auch ganz zufrieden sein. Wir werden jetzt erstmal ins Auto gehen, werden die Grundplatte uns anbohren oder anbringen, besser gesagt, dafür müssen wir durchbohren. Dann kommen hier die langen Schrauben rein. Auf der anderen Seite, hier ist das Holz dazwischen, kommt noch die Adapterplatte. Ich denke, die Schrauben werden viel zu lang sein für unser Holz. Da wird gut was überstehen. Aber wir können uns ja später immer noch kürzere Schrauben besorgen, das nochmal nacharbeiten. Aber ich habe jetzt halt nur die. Genau, ich würde sagen, wir gehen ins Auto. So, wir sind jetzt wieder im Van. Die Adapterplatte bringen wir jetzt an. Wir haben uns dafür schon die Mitte ausgerechnet. Wir werden die Adapterplatte auch komplett oben montieren, weil wir haben ausgerechnet, dass wir mit dem Bein komplett auf den Boden kommen, aber dafür auch in die Höhe können. Deswegen installieren wir die ganz oben. Ich mache die mir mal mit so einer Klammer dran, dass ich mir die Punkte anmalen kann. So. Na, ich höre was los. Passt du auf. Jetzt mache ich mir die 6 Punkte hier einmal an. Ich mache die einmal richtig. So. Und das letzte Loch. Jetzt machen wir es mal ab. Mal gucken, wie gut ich gezeichnet habe. Ich hoffe, man sieht's. Und jetzt wird gebohrt. So, bevor wir jetzt die Adapterplatte anbringen können, muss ich noch einmal die Auflage hier einmal abschrauben. Kann dann die Adapterplatte auflegen und dann schraube ich sie da ran. So, jetzt könnte ich die Adapterplatte hier anlegen und wenn ich jetzt die Schraublöcher nehmen würde, die wir gebohrt haben und die hier drin sind, dann würden wir mit der Adapterplatte definitiv drüber schauen. Das heißt für mich, Gott sei Dank ist das nur
eine Aluplatte. Ich werde die mal eben schnell kürzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Schweinchen? Schweinchen! So, die Platte ist gekürzt. Wir haben sie auch ein paar Millimeter kürzer gemacht, wie sie eigentlich sein müsste. Jetzt kann Caro mal die Adapterplatte von, oder die Trägerplatte, die ist die hier. Danke. Genau, gerne. Mal mit den Schrauben durchstecken. Tada! Tada! So, jetzt bringen wir die Adapterplatte auf. Der muss nur raufpassen. Super. Perfekt. Ne? Ja. Okay, dann bringe ich den jetzt als erstes wieder an. Das sind Leierkastenspiele. Also kürzere Schrauben müssen wir uns auf jeden Fall besorgen. Die gucken extrem weit noch rüber. Aber das sollte das kleinste Problem sein. Genau. Dann kann jetzt schon mal die Klappe drauf. Mal gucken, ob die Magnete noch halten. Ja. Perfekt. Perfekt. So, jetzt machen wir das Konterstück hier an. Machen wir jetzt mal hier fest. So, fest. Dann machen wir auch schon dieses schöne Stück ran. Wie man das ran macht, zieht das erstmal so ran. Wenn man dann nicht weiter drehen kann, weil da Tisch dran ist, dann zieht man einfach am Griff. Genau. Ja. Und jetzt hole ich erstmal den Tisch, aber ich mache sie erstmal auf, dass es direkt rein kann. Achso, der ist ja schon hier. Ich dachte, ich muss jetzt in die Halle laufen. Nein, den habe ich schon mitgebracht. So, dann mache ich mal den Hahn hier runter. Dann setze ich den mal hier drauf. Oh, der ist ein bisschen sehr hoch gerade. Da kannst du noch runtergehen. Und so, jetzt können wir immer noch drehen. So, ich komme jetzt rein. Ja, mach mal. So, dann würde ich sagen, können wir dieses Thema Tisch auch abhaken. Ja. Genau. Jetzt gehen wir, würde ich sagen, an unsere Polster. Genau. Küche ist fertig, Tisch ist fertig. Jetzt kommt das Bett dran. Genau. Die haben wir, so, die Bepolsterung ist fertig. Die haben wir ganz schön mal ohne Kamera zurechtgeschnitten. Wie wir die zugeschnitten haben, verlinke ich schon mal hier oben ein Video dazu. Wir haben uns eine Matratze gekauft, das war die blaue hier. Die war uns ein bisschen zu weich. Dann haben wir uns noch einen Topper geholt, den haben wir einfach drunter geklebt. Das ist alles super, wir haben auch schon eine Nacht drauf geschlafen. Die Bezüge bleiben nicht final. Wir lassen uns noch Bezüge zunähen, wenn uns natürlich das Schlafen hier besser zusagt, weil nach einer Nacht kann man nicht viel sagen. Die Deko habe ich hier auch schon angebracht. Meine Lichterkette, mein Blümchen und mein Plastik und mein Schweinchen habe ich hingelegt als Deko. Und wir haben hier so einen richtig flauschigen Teppich. Den müssen wir auch noch ein bisschen befestigen. Der ist so überflauschig, also der ist schön für die Füße. Weil das ist hier unsere schuhfreie Zone. Ich werde das jetzt mal alles mal kurz zu einem Bett umbauen und dann zeige ich euch mal, wie groß unser Bett ist. Tada! Und so schnell ist das Bett aufgebaut. Wir haben mal die Zeit geschafft. Wir sind unter 2 Minuten. Wir haben einfach die Seitenteile genommen. Ja, hier müssen wir noch die ganzen Fusseln wegmachen. Und in der Mitte reingepackt. Das Schweinchen fühlt sich hier auch schon richtig wohl. Heute ist wieder mal ein warmer Tag und das kann sie ja mal gar nicht ab. Vor allem, wir haben ja den Maxwell extra ausgemacht, dass sie uns ein bisschen besser versteht. Wie wir das Bett genau aufbauen, das werdet ihr in der Roomtour dann sehen. Hier unten werden wir dann einfach den Tisch verstauen. Weil der wird ja nicht benutzt, wenn wir das Bett aufgebaut haben. Aber jetzt geht's weiter zum Thema Kühlschrank. Wir haben schon alles bereitgestellt in der Halle. Wir gehen jetzt auch in die Halle und fangen mit dem Korpus für den Kühlschrank an. So Freunde, Endspurt heißt es jetzt für uns. Das letzte Bauteil auf unserer To-Do-Liste steht jetzt an und zwar ist das der Kühlschrank-Schrank. Sehr gut. Den werden wir ganz einfach bauen. Wir haben hier zwei Außenwände. Eine Klappe, die wir schon vorher montiert haben. Genau, da fehlt nur noch der Everlock. Und einen Deckel. Und für das hintere Teil 2 Streben. Genau, dass wir den Kühlschrank so anpassen können. Genau. Nein, nicht nur anpassen können, dass auch die Stabilität vorhanden ist. Genau. Also,
basteln wir mal zusammen das Teil. So, wir mussten mal kurz die Kamera kurz ausmachen, weil er irgendwas nicht hingehauen hat. Und jetzt zeige ich euch mal, was uns für ein Malheur passiert ist. Und zwar ist uns einfach, wir haben einfach den Schrank um 5 cm, genau 5 cm, zu schmal berechnet. Ich meine, das wäre schon gegangen mit dem Schrank und so, aber der Kühlschrank braucht halt einen gewissen Platz, um halt richtig aufgehen zu können. Um dass man halt hier das Fach entnehmen kann oder einfach mal die Böden rausnehmen kann, um zu waschen oder sauber zu machen, besser gesagt. Also heißt das für uns, wir müssen diese ganze wunderschöne Platte hier. Die eigentlich noch voll mal schön aussah, hier mit einem Furnier durchgehen. Absolut, absolut. Müssen wir jetzt nochmal neu machen, um 5 cm verlängern. Wir werden aber diese Blende hier dran lassen, weil die haben wir nicht nur verschraubt, sondern auch schon verleimt. Mal schauen, wie das aussieht, ob man es so merkt, dass das Furnier halt nicht durchgehend ist. Ist halt jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber... Aber wir haben ja hier noch ein bisschen... wir haben ja hier noch eine kleine Platte. Und dann werden wir einfach gucken, welches Furnier am besten passt. Genau, genau. Wir schneiden uns jetzt erstmal schnell eine neue Platte zu. Und dann holen wir euch wieder dazu, Leute. Bis gleich. Okay, wir haben eine neue Klappe zugeschnitten und schon angebaut. Wir werden jetzt als allererstes, wir haben uns hier drei so eine Streben fertig gemacht. Die werden wir jetzt als allererstes hier hinten anbringen, sodass das Ganze schon mal so eine Grundstabilität bekommt. So, der Everlock ist auch dran. Schließt jetzt noch nicht perfekt, weil der Deckel noch oben fehlt. Aber bevor wir den ganzen Korpus ins Auto bringen, machen wir uns noch ein paar Abstandshalter, weil wir haben ja hier zwischen Kühlschrank und der Wand noch ein bisschen Luft. Und dass der halt nicht hin und her schwingt oder klappert oder was auch immer, werden wir hier noch ein paar Abstandshalter reinsetzen, oben und unten. Und dann können wir das ganze Teil schon im Auto verbauen und den Deckel drauf machen. Und dann ist er fast fertig, außer das Ölen. Aber das machen wir heute nicht mehr, das machen wir morgen off-cam. Genau. Ja, dann sehen wir uns wieder, wenn wir die Abstandshalter fertig geschnitten haben, würde ich sagen, sehen wir uns im Auto wieder. Genau, also bis gleich. So, wir haben die Tür fertig. Ich muss die noch ölen, aber das mache ich off-cam danach. Natürlich müssen wir nicht nur die Tür nachschneiden, sondern auch den Deckel. Der hat sich auch um 5 cm verlängert. Wir haben den Korpus auch schon reingeschraubt. Und zwar sind wir hier mit Undercover-Jigs rein und haben einfach ein paar Schrauben in den Boden reingemacht. Jetzt kommt auch gleich Daniel. Ich habe gerade die Folie abgezogen. Mit dem Kühlschrank. Der Daniel kommt. Der Daniel kommt. So, der Kühlschrank ist drinne. Abstandshalter haben wir auch reingemacht schon. Also der sitzt wirklich fest drinne. Wir kriegen die Klappe auf und den Kühlschrank komplett auf, um da alles rein und raus zu bekommen. Genau. Sehr gut. Okay. So, und zum Schluss kommt jetzt noch die Platte oben rauf. Ihr seht ja hier, wir haben uns hier schon ein paar Löcher gebohrt. Da kommen jetzt solche kleinen Kupfernägel rein. Oder wie schimpft man denn die Teile, weißt du das? Positionspieker. Okay. So, denn wir werden diese ganze Platte einfach nur verleiben und da kommt noch so eine Holzstifte rein, aber das seht ihr gleich. Jetzt werden wir uns erstmal die Markierung setzen, wo unsere Bohrpunkte sind, um diese Bohrpunkte oder um die Markierung auf unsere Platte zu übertragen. So, jetzt ist es wichtig, die Platte erstmal so auszurichten, ohne Druck, wie sie hin soll. Okay? Ja. Und jetzt können wir einfach ein bisschen Druck oder ein bisschen hauen. Und jetzt nehmen wir es raus. Und dann kann man ganz gut erkennen. Moment. Hier sieht man es sehr, sehr gut, wo wir überall die Bohrpunkte haben. So, wir sind mal hier kurz auf den Chaostisch gegangen. Und zwar setzen wir diese Holzstifte hier ein. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wenn wir die Platte anbohren, dass wir nicht durchbohren, weil sonst haben wir uns die Platte wieder versaut. Also werde ich mir jetzt den Bohrer auf die Hälfte der Plattenstärke markieren. Das sind in unserem Fall 8 mm. Tiefer werde ich nicht bohren. Dafür nehme ich mir einfach ein Stück Klebeband. Lass los. So. Markiere mir hier 8 mm und
So. Jetzt weiß ich, dass ich nur so tief bohren darf. Und dann sollte auch nichts schief gehen. Okay, nachdem wir die Löcher fertig haben, kommt überall ein kleiner Klecks Leim mit rein. Dann hätte ich auch mal die Arbeitsplatte ein bisschen sauber machen können. Ja. Aber meinst du unsere Arbeitsplatte hier? Ja. Beide. Hier? Ich meine beide. Und jetzt hauen wir einfach nur Holzstifte rein. So, et voilà. Ein Stück Holz mit Nippel. Genau, mit 8 Nippeln. So, jetzt nehmen wir uns den Leim mit und können die Platte schon auf unseren Kühlschrankschrank montieren. Wieder in die Bohrlöcher ein bisschen Leim rein. Hier kann ruhig ein bisschen mehr rein. So, und jetzt ziehen wir uns noch einmal eine dünne Leimnaht einmal um das Holz rum. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. So, jetzt gehe ich wieder raus. Nein! Und jetzt hoffen wir mal, dass das Nippelbrett passt. Genau. Soll ich dir kurz dabei helfen? Ich glaube, ich bin eigentlich. Oh. Ja, ich bin schon drin. Ne? Ja. Ja? Huch, ich hatte die Kamera die ganze Zeit schief. Das ist nicht schlimm. Nee. So, das war's schon. Und somit ist unser Kühlschrank abgeschlossen, bis auf das Ölen der Platte vorne und der Arbeitsplatte hier oben. Jetzt fehlt nur noch eine Küchenerweiterung, die wir jetzt hier ranbauen. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt weiter. Ja, aber ich habe noch eine Sache. Na? Und zwar triggert mich etwas hier, weil wir mussten ja die Klappe neu machen. Und zwar haben wir es nicht geschafft, das Furnier komplett durchgängig zu machen. Man sieht, das ist ein paar Millimeter. Aber es ist auch eine andere Platte, aber trotzdem passt das Furnier gut. Aber wir konnten es einfach nicht anders schneiden, deswegen haben wir ein paar Millimeter Versatz. Ja, meine Güte, das ist halt unser Fehler gewesen, aber ich denke, das wird gar nicht so groß auffallen. Warte ab, wenn das geölt ist, dann wird das schon ganz gut aussehen. Genau, jetzt geht's an die Klappe. So, wir machen jetzt den letzten Schritt im Innenausbau. Und zwar bringen wir hier Klappscharniere an, so dass wir eine Arbeitsflächenerweiterung haben, so dass wir halt wieder so eine L-Küche haben, weil hier haben wir wenig Platz. Hier hatten wir zwar viel Platz zum Schnippeln, aber wir kochen gern und viel, oder Daniel kocht gerne und viel. Deswegen brauchen wir noch gar nicht. Deswegen werden wir uns noch eine Erweiterung machen, die wird dann so circa aussehen. Wir werden das jetzt erstmal alles anbringen. Das machen wir hier mit 3 Schrauben. Und wenn wir dann die verlängerte Arbeitsplatte anbringen, dann holen wir euch wieder dazu. So, die Winkel sind anmontiert. So sieht es natürlich nicht aus. Da kommt noch eine Platte drauf. Ich hoffe, wenn die Platte drauf ist, dass das dann nicht mehr passiert. Es würde ja beim Fahren übelst nerven. Das nervt ja jetzt schon. Aber falls es passiert, wenn die Platte noch drauf ist, werden wir einfach irgendeinen Mechanismus hier anbringen, dass man die Platte halt anbringt. Entweder ein Magnet oder irgendein Verschluss. Wir werden gucken. Wir holen jetzt die Platte und montieren die. So, die Klappe ist jetzt befestigt. Leider. Es ist sehr schwergängig, ja. Aber ich habe die Befürchtung, wenn wir mal über Stock und Stein fahren, dass es dann Ding hier gibt. Da werden wir Vlies oder Filz einfach anbringen, dass halt dieses Geräusch nicht mehr stattfindet. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt fertig. Kühlschrank ist drin, der Kühlschrankschrank ist drin. Jetzt zeige ich euch noch mal eine kurze Aufnahme, was wir alles gemacht haben, und dann melden wir uns wieder. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got
sight, always have a vision. A gold by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. A gold by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me. So ihr Lieben, das war's aber wieder mit diesem Video. Wie ihr seht, es ist eine Menge passiert. Wir hoffen, euch hat dieses abwechslungsreiche Video gefallen. Ihr findet den Ausbau genauso toll, wie er uns gefällt. Also mir gefällt er persönlich sehr, sehr gut. Mir auch. Und es werden noch ein, zwei Videos kommen über das Fahrzeug. Wir haben noch ein paar Anbauteile von außen, die wir anbringen wollen und müssen. Ja. Bevor es dann für uns das erste Mal auf große Reise geht oder auf längere Reise, besser gesagt. Ja, auf unsere erste Reise. Genau. Denn wir haben so angepeilt, zwischen 3 und 6 Monaten erstmal unterwegs zu sein. Das ganze Fahrzeug zu testen, den Ausbau zu testen. Und das ist auch für uns das erste Mal Vanlife überhaupt. Ja. Ob uns das überhaupt liegt, das wissen wir auch noch nicht. Ob wir uns in die Haare kriegen, ihr könnt gespannt sein. Also wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin begleiten werdet. Und für alle, die neu auf diesem Kanal sind, lasst gerne ein Abo da. Kommentiert fleißig das Video. Gebt der Sache einen Daumen nach oben. Und wir hoffen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Leute, bleibt gesund. Bis dahin, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Community. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wir gehen jetzt bald auf Reise. Ich freue mich so dermaßen. Tschüss. Was ist gut?